Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stellaris. Wo wir im letzten Part, war das glaube ich, einen neuen Rivalen. Unsere Nachbarn haben uns eine Rivalität erklärt und jetzt sind wir abgeschnitten vom Rest der Galaxie. Ja, weil alle Sternlinien durch das Gebiet von, ja, wie heißen die nochmal? Von den Vereinigten Sonnen Quel'Nudars. Oder die Vereinigten Sonnen der Quel'Nudar. Da müssen wir leider durch, um irgendwo hinzukommen. Und das ist sehr schwierig, wenn die uns die Grenzen zumachen. Ja. Das heißt, wir müssen irgendwie irgendwas dagegen unternehmen. Ja. Die Frage ist, was? So. Hier brauchen wir dringend Futter. Ich upgrade mal den Schiffsrumpf in was ein vernünftiges Städtchen. So. Polaris Prime. Die Planeten sind so wunderschön, ey. Und auch wie die... Je näher die Planeten an der Sonne sind, desto... Hier der ganz nah ist so ein verbrannter Planet. Und das hier ist so eine Savannenwelt, eine trockene. Und je weiter weg es geht, desto kälter werden auch die Planeten. Hier ist eine karge, kalte Welt. Und hier auch. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Was ist das hier? Gefrorene Welt. So, ich habe... Oh, ja genau. Unsere Forschungsschiffe können nichts machen. Weil die komplett eingesperrt sind bei uns. Was wir alles machen können, sind ein paar Bergbaustationen bauen. Wenn ich mal das Schiff auswählen dürfte. Also, das ist nicht innerhalb unserer Grenzen. Das ist natürlich schade. Hier könnten wir mal... Ah ne, da können wir nicht hin, weil es abgeschnitten ist. Verdammt, das ist echt, echt mies. Egal, bauen wir halt hier ein paar Bergbaustationen. Oder Moment, du kannst eigentlich... Ah, egal. Egal. So, und währenddessen erweitern wir auch... Ah naja, wir wollten... Ich muss mal die Flotte... Erstmal können wir reparieren und dann müssen wir euch auch upgraden. Haben wir eigentlich noch ein paar neue... Sachen von unsere Schiffe. Das ist die Frage. Oh, wir können sogar schon Zerstörer bauen. Okay. Wir müssen jetzt mehrere Sachen tun. Wir müssen erstmal unseren Raumhafen verbessern, damit wir neue Schiffe bauen können. Das heißt, ja, erstmal sparen wir ein bisschen. Entschuldigung. Und vielleicht erlassen wir noch ein paar Produktionsziele. Hier bauen wir gar nichts ab, okay. Hier, oh Leute, wir machen plus 13. Produktionsziele. Dadurch erhalten wir jetzt plus 15% mehr Mineralien auf dem Planeten. Vielleicht lässt sich auch irgendwo noch ein Roboter bauen. Die sind hier nicht so teuer. Wie viel Essen habt ihr? Das Geld macht auf jeden Fall Probleme. So, wie sieht's mit euch aus? Ihr seid auch ebenbürtig. Nur die haben schlechtere Technologie als wir. Weil leider sind die Quellen nur da. Mit dem Chaskeran-Kompakt verbündet. Das heißt, wenn wir die angreifen... Wir müssen die einfach so lange provozieren, bis sie uns angreifen. Weil dann haben wir quasi eine Ausrede dafür. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Dass es so ein paar politische Intrigen geben wird. Zum Beispiel, ja, weiß ich auch nicht. Wir können die ja mal beleidigen. Wir beleidigen die jetzt die ganze Zeit, bis sie uns den Krieg erklären. Nee, aber da möchte ich erstmal noch meine Flotte ein bisschen ausbauen, bevor wir das machen. Das könnte sogar vielleicht klappen. Okay, als erstes verbessern wir jetzt den Raumhafen. Dann können wir größere Schiffe bauen. Und, ja. Weiß ich auch nicht. So, Raumhafenverbesserung, nice. So, wie teuer ist es, euch zu upgraden? 334. Okay.
Aber erstmal wollte ich gucken, Schiffsdesign. So, pausieren wir mal währenddessen. Wir haben jetzt Laser und Massebeschleuniger. Ich entferne mal alles und gucke dann, was der Computer mir vorschlägt. Ja, egal, nehmen wir. So, wie teuer wäre das jetzt? 422, okay. Das haben wir noch nicht. So, ihr könnt eigentlich bald mal die Grenzen öffnen. So, wir öffnen denen schon mal die Grenzen. Vielleicht machen die dann ja auch das gleiche mit uns. Damit wir wenigstens irgendwohin wieder fliegen können. Und Sternkarten können wir ja tauschen. Oh, das mögt ihr aber. Die mögen Energie. Ja, die haben die Grenzen geöffnet. Wir sind nicht mehr eingesperrt. So einfach kann es gehen. Nice. Nice. Wir können wieder was erkunden. Zwar leider nicht in die Richtung, wo ich eigentlich hin wollte, aber egal. Oh, ist sogar ein Planet für uns. Oh, lol. Oh Gott, das ist eine heilige Welt. Ja, das heißt, hier oben ist irgendwo ein gefallenes Imperium. Das es nicht gerne sieht, wenn man diese tollen Welten besiedelt. Moment mal. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Also die gefallenen Imperien sind halt Imperien, die vor langer Zeit mal große Teile der Galaxie kontrolliert haben und jetzt ja quasi ein bisschen zerfallen sind und nur noch sich isoliert irgendwo aufhalten. Und ja, die religiösen gefallenen Reiche bewachen diese heiligen Welten. Dieser Planet wird von einem gefallenen Reich als heilig betrachtet. Wenn wir ihn kolonisieren, wird das sie sehr verärgern. Oh, lol. Das Kartell von Quirus möchte uns in ein Defensivabkommen einladen. Ich meine, die sind auch schon mit denen hier verbündet. Und die mögen die Vereinigten Sonnen nicht. Also eigentlich sind sie uns sympathisch. Was? Okay. Offiziell mögen wir sie nicht so wirklich. Hm, soll ich das annehmen? Soll ich den Defensivpakt annehmen? Ich glaube, ich lehne erstmal noch ab. Oh, die sind uns auch überlegen immer noch. Egal. Wir haben jetzt langsam auch mal genug Geld, um abzugraden. Ich gebe es schon mal in Auftrag. Dann gucke ich mal, was unsere Planeten brauchen. Nuranka Major braucht auf jeden Fall bald mal Nahrung. So. Wir haben eine Forschung abgeschlossen. Panzerung. Und jetzt Roboterarmee und Androide. Ich erforsche mal die Mineralverarbeitung, damit wir uns später ein bisschen mehr einen kleinen Boost auf unseren Welten holen können, was die Mineralien angeht. Und dann werde ich unsere Heimatwelt mal noch ein bisschen als ja, Forschungszentrum aufbauen, ausbauen, glaube ich. Hier. So, und langsam. Wo war's? Das war's nicht. Ja, wir hören mal auf mit der Ingenieurförderung, weil das gibt leider Minus auf die anderen Forschungsabteile. Das möchte ich nicht mehr. Wir forschen jetzt einfach gleichzeitig in alle Richtungen. Jo, nice, okay. Und jetzt kann auch unser Konstruktionsschiff... nee, das ist immer nicht in unseren Grenzen, schade. Egal, wir bauen einfach erstmal noch eine Backwash-Station hier. Oh, der muss aber... Das geht ja gar nicht. Holy shit, muss der lang umgehen. Ne, lass es lieber nicht. Dann bauen wir doch lieber erstmal hier. Oder... Wo ist jetzt das? So.
Mann, ey, warum müssen wir uns die Grenzen mal zumachen? Beziehungsweise, warum müssen wir uns als Rivalen erklären? Nur weil wir die Kolonie geklaut haben, ey. So, die Forschungsschiffe haben noch nichts entdeckt. Also hier oben, irgendwo muss dieses gefallene Imperium sein. Und mit dem sollten wir uns nicht anlegen. Definitiv nicht. So, wir holen uns mal die Wächterverteidigung, glaube ich. Und ich gebe mal unseren ersten Zerstörer in Auftrag. Und hier wollte ich einen Roboter bauen. Sehr gut. Dann upgraden wir mal hier. Und die Nahrungsproduktion kann auch mal gesteigert werden. Okay. Warum habe ich eigentlich auf normaler Geschwindigkeit? Wir können mal ein bisschen schneller sein. Oh, eine neue Wahl. Demokratische Herrscherwahl. Oh, man sieht jetzt, mir fällt ein, die Unterstützung bleibt ja. Das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlau gewesen, dass ich das dann gemacht habe. Obwohl Schiffe, Armeen und Raumhäfen ist eigentlich schon gut. Construction complete. Ja, wahrscheinlich wird unser aktueller Herrscher nochmal gewählt werden dann. Aber das ist ja nicht schlimm. Das passt schon. Und was für Herrscher haben wir gerade? Beziehungsweise für Anführer? So, okay, wir müssen jetzt wieder 5 Bergbaustationen bauen, um das Mandat zu erfüllen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Da kriegen wir die ersten beiden schon mal. Oh, das waren noch 5, oder? Ne, 4 sogar nur. Das ist ja dann einfach. Hatte ich eh vor. Oh, aber wir müssen dringend... Wir brauchen Energie. Wir brauchen sehr viel mehr Energie. Energie. Wir haben einige unerklärliche Energiewerte gefunden. Okay. So, wir haben unseren aktuellen Herrscher Torba Inrab wiedergewählt. Und gleich ist unser erster Planet voll. Und schon wieder wurde eins unserer Forschungsschiffe ganz knapp verfehlt. Beim Anflug von Tunari Vortex. Beim Anflug auf Tunari Vortex 2 hat die Pop Turok urplötzlich einen Streifschuss. Voilà. Ich glaube, das hatten wir. Ja. Das hatten wir genauso schon mal. Was? Kriegserklärung? What? Oh oh. Lol. Okay. Ein Schiff ziellos umher. Oh mein Gott, wie groß sind die geworden? Ich habe einmal nicht hingeguckt und auf einmal sind die fanatischen Säuberer hier unglaublich groß geworden. Und sie sind anscheinend so groß geworden, dass sie jetzt den königlichen Nationen von Semapuk den Krieg erklärt haben. Oh oh. Die beiden größten Imperien, die wir im Moment kennen, haben sich gerade den Krieg erklärt. Beziehungsweise sind jetzt im Krieg. Oh mein Gott. Die werden langsam zu einem Problem, wie riesig die jetzt schon sind. Wenn die den Krieg gegen die königlichen Nationen von Semapuk gewinnen, sind wir aber ein bisschen... Könnte das ein großes Problem darstellen. Research complete. Eieiei. Vor allem die sind jetzt auch im Krieg. Sonnensegler. Im Orbit von Saramore 1 haben wir ein verlassenes Sonnensegelschiff gefunden. Das Unterlichtschiff wurde von einer unbekannten Kultur gebaut und scheint mehrere Jahrtausende alt zu sein. Eines der gewaltigen Segel hat einen großen Riss, wo es von einem Objekt durchschlagen wurde, höchstwahrscheinlich einem Meteoroiden. Dieser Zusammenstoß scheint das Schiff unbrauchbar gemacht zu haben.
Die Technologie ist zwar stark veraltet, aber hinsichtlich seiner Konstruktion wurden einige interessante Entscheidungen getroffen. Wir kriegen 148 Ingenieur-Forschungsbonus-Gedöns. Ein interessanter, wenn auch primitiver Schiffserfund. Was? Ja. Oh, was ist das denn? Urilium-Bergbau habe ich ja noch nie gehört. Erhöht Schaden von Explosivwaffen. Garantium-Abbau. Trefferpunkte Hülle plus 10. Oder Teldark-Kristallabbau. Schaden Kinetikwaffen plus 10. Also, Explosivwaffen haben wir im Moment noch nicht. Das heißt, das lohnt sich überhaupt nicht. Trefferpunkte Hülle oder mehr Schaden? Kinetikwaffen. Ich glaube, wir nehmen mal die Kristalle für Kinetikwaffen, Schaden, Gedöns. So, und ich glaube, unser erster Zerstörer ist schon fertig. Den können wir uns ja mal angucken, wenn ich mal dahin dürfte. Da sind sie. Die mächtige Flotte. Mir fällt gerade auf. Oh Gott. Stark vernarbt. Wahrscheinlich wieder so ein Gedicht eingeritzt in die Planetenoberfläche. Das Schiff sieht cool aus. Allerdings habe ich gar nicht darauf geachtet, was das für ein Design war. Ich glaube, wir haben gerade einfach den rudimentärsten Zerstörer gebaut, den man nur bauen kann. Ja, aber sowas von. Kanonenboot-Heck. Kanonenboot-Bug. Machen wir mal automatisch so. Da müssen wir es auch direkt nochmal upgraden, weil das Schiff jetzt nicht upgraded wurde. So, Grenzreichweite, monatlicher Einfluss. Neues Gebäude, Regierungssitz. Ich glaube, wir erhöhen erstmal unsere Flottenkapazität. Und dann baue ich nochmal einen Zerstörer. Jetzt im neuen Design sogar. Das Konstruktionsschiff kann gleich mal ein neues... Oh, ich habe pausiert, okay. Alienschrift, das hatten wir auch schon mal wieder. Ja. Eine Kurzgeschichte über das Leben eines Alien-Söldners. Haben wir schon mal gelesen, in einem der früheren Parts. Und seit wann haben wir hier einen kolonisierbaren Planeten? Warum ist mir das noch nie aufgefallen? Vielleicht soll ich den mal kolonisieren. Gut, das Geld macht wieder Probleme. Aber sonst wäre das eine gute Idee, glaube ich. Oh, und das Kartell von Quirus expandiert Richtung Galaxiekern. Auch dieses riesige, unbesiedelbare Gebiet hier. Oh, wir haben einen Arbeitslosen, was soll das? Wir bauen mal hier einfach... eine Arena für virtuelle Kämpfe, oder? Gott, ist sie teuer. Dann lieber der Mineralienveredelungsanlage. Die gibt plus 10 Mineralien. So. Okay. Wir haben ein Reich entdeckt. Eventuell. Achso, das sind nur die Amöben. Lol. Stimmt, die Amöben habe ich nach dem Update noch gar nicht gesehen. Die sind ja jetzt irgendwie auch anders. Die Omikron-Aliens sind das. Die kenne ich ja jetzt auch noch gar nicht. Und warum erforschen wir das hier nicht? Egal, dann erkundest du mal in die Richtung weiter einfach. Und wir sind fertig mit irgendwas erforschen. Bessere Schilde hört sich gut an. Und Biolabor 2 hört sich auch gut an. Dann sollten wir hier nochmal... oh, wir können jetzt dieses Gebäude verbessern. Was? Ja, okay. Verbessern planetare Hauptstadt. Oh mein Lord, ist sie teuer. Lohnt sich das? Minus 15 Ethikabweichung, plus 2 Energie. Egal. Wir haben gerade das Geld, dann machen wir das mal. Aber vielleicht sollte ich mich auch mal um diesen Raumhafen hier kümmern. Der muss auch verbessert werden.
Oh mein Gott, wir sind minus 10, verlieren wir alle Energie. Oh oh. Wir sollten mal dringend irgendwo Energie auftreiben. Wir gehen gleich ins Minus, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Research complete. Kraftwerk. Wir forschen mal weiter in Richtung Massebeschleuniger. So, hier muss, glaube ich, erstmal als allererstes ein Solarkollektoren und dann ein Observatorium könnten wir auch gebrauchen. Ah, wir machen Minus. Wir sind im Minus. Okay, Blechschaden. Der fragliche Krater war höchstwahrscheinlich das Resultat eines gewöhnlichen Meteoroideneinschlags. Die komplexen Muster in der daraus entstandenen Senke dagegen sind jüngeren Ursprungs. Wissenschaftsoffizier Torba Keldi argumentiert, dass diese Oberflächenmuster nicht das Ergebnis einer Kollision zwischen dem Asteroiden M40909 und einer unbekannten Orbitaleinrichtung oder einem Alienschiff sind. Wie merkwürdig. Oh, wir können jetzt ein Ding erforschen. Ein Projekt? Nee, okay. So, also mit Expandieren wird es langsam schwierig, weil wir ziemlich eingekesselt werden hier. Was soll das denn? Ich hätte nicht so viele Reiche einstellen sollen. Ich hätte nicht so viele Imperien mit mir hereinwerfen sollen, wollte ich sagen. Das wird ziemlich eng. Das wird sehr, sehr eng. Guck mal an, wie klein wir sind. Wir können nirgendwo hin. Ich meine, es gibt auch keine Planeten in der Nähe, aber trotzdem. Apropos Planeten, ich baue mal ein Kolonieschiff. So. Der Part ist jetzt aber auch langsam, schon ziemlich lang. Ich würde sagen, ja komm, ein paar Minuten gehen noch. Dann kann ich nochmal vielleicht ein bisschen was für meine Energie tun. Energieknappheit. So, zack. Und dann bauen wir vielleicht noch ein Kraftwerk und noch ein Kraftwerk. Ja. Das Kedishi-Konglomerat lädt uns zu einem Defensivpakt ein. Aber das wäre vielleicht nicht so schlau, das anzunehmen, weil wenn die... Moment, die sind doch gerade. Nee. Doch nicht. Okay. Weil wenn die angegriffen werden von denen hier, werden wir damit reingezogen. Und das möchte ich nicht. Okay, aber hier werden sehr viele andere Nicht-Angriffspakt- und Defensivabkommen geschlossen. Und die hier sind das sind der Grund für das Ganze. Die fanatischen Säuberer. Oh, ein Nicht-Angriffsversprechen. Bruch. Okay. So. Wie... Ja, naja, egal. Ich werde jetzt erstmal den Part beenden und dann sage ich mal, machen wir beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zusehen und ich weiß gar nicht, ob ich die Galaxie am Anfang gezeigt habe. So sieht's so aus jetzt. Bis dann auf jeden Fall und tschüss.